Erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Und heute bloggen wir über ein ganz, ganz kleines Feature. Ja? Sieht aus, als würde ein kleiner Junge pinkeln, aber tut er nicht, sondern das ist der permanente Wasserzulauf. Und wir haben in der Anfangszeit vom Bloggen, habe ich es immer mal wieder davon gehabt, dass ich großer Fan bin vom permanenten Wasserzulauf. Ich habe das bei mir zu Hause, ich habe es natürlich bei mir in der Anlage. Wir haben sogenannte Niederdosierventile, da können wir genau einstellen, wie viel Milliliter pro Minute dem Teich beziehungsweise dem Becken zugeführt werden sollen. Und genau das Gleiche wird hier auch gemacht. Nur nicht, dass man ein Niederdosierventil hat, wo man ablesen kann, wie viel man zulaufen lässt, sondern ich zeige es Ihnen gleich, das ist hier hinten ein Ventil eingebaut und da gibt es eine kleine Stellschraube unten dran, kostet dann nur einen Bruchteil dessen, unsere kleine Ventile, da kostet 200 Euro, 300 Euro, keine Ahnung, schweineteuer, funktionieren aber sehr gut. Hier ist es nur ein Ventil und dann sagt der Sohn des Hauses, hat er hier sein kleines Becherchen. Und dann guckt er auf die Uhr, eine Minute und einmal in der Woche kontrolliert es, weil es kann sich natürlich mal der Druck in der Wasserleitung verändern und, und. Warum bin ich Freund des permanenten Wasserzulaufs? Das hat mehrere Gründe. Das eine ist, bei einem Wasserwechsel habe ich zwar eine höhere Verdünnung, also wenn ich jetzt Salz, Medikamente, irgendwas aus dem Wasser bekommen möchte, ist natürlich der Teilwasserwechsel das bessere, das probatere Mittel, weil ich da einfach erstmal raus tue, ins Abwasser und Frischwasser auffülle. Und wenn ich 20% wechsle, dann komme ich in einem Durchgang Teilwasserwechsel, wenn ich jetzt einen 10.000 Liter Teich habe und ich wechsle 20%, dann habe ich mein Salzgehalt von 0,5 auf 0,42 gesenkt, respektive Medikamentenrückstände etc. pp. Sind dann einfach ratzfatz aus dem System draußen. Lasse ich aber darüber 2.000 Liter zulaufen, ist die Verdünnung, ich kann es Ihnen jetzt nicht ganz genau sagen, aber ist deutlich geringer. Was aber der Vorteil des permanenten Wasserzulaufs ist, ich habe weder Schwankungen in der Wassertemperatur, noch habe ich Schwankungen im pH-Wert und auch die anderen Werte sind nicht so sprunghaft. Und ich weiß nicht, ob es bei Ihnen vielleicht schon mal der Fall war, in manchen Teichen reagieren die Fische auf diese heftigen Teilwasserwechsel, reagieren die irgendwie sensibel. Manche fressen nicht, andere scheuern sich plötzlich, sie springen, manche werden rot oder bilden Schleim. Also das können theoretisch Nebenwirkungen von einem Teilwasserwechsel sein, weil sich einfach einige Wasserwechsel schlagartig von jetzt auf gleich verändern. Auch die Temperatur kann natürlich eine Rolle spielen, überhaupt gar keine Frage. Und all das habe ich eben mit dem permanenten Wasserzulauf nicht. Ich habe einen konstanten pH-Wert, ich habe eine konstante Temperatur und kann so im Prinzip in der Woche einstellen, ich will 25% wechseln. Er hat hier jetzt eingestellt 500 Milliliter pro Minute. Der Tag hat 1440 Minuten, dann sind wir also bei 750 Liter. Das Ganze mal 7 sind wir bei rund 5000 Liter. Das sind auf 25.000 Liter sind es 20%. Und wenn wir jetzt mit Nachkommastellen und allem das genau rechnen, dann kommen wir auf 25% Wasserwechsel. Das ist das, was wir empfehlen. Und da ist es dann wirklich völlig egal, ob Sie die 25% über mehrere Teilwasserwechsel machen oder eben über einen permanenten Wasserzulauf. Sollten Sie aber nach dem Blog darüber nachdenken, auch bei sich, das über einen permanenten Zulauf machen lassen, denken Sie dran, Sie brauchen unbedingt einen Teichüberlauf, weil ansonsten wird es blöd. Klar, hier in der Anlage wird der Trommelfilter schon eine Menge rausspülen, aber ich glaube nicht, dass der in der Woche 25% vom Teichvolumen braucht. Und jetzt haben Sie hier noch einen ganz gewaltigen Vorteil. Und der ganz gewaltige Vorteil kann mitunter in stark besetzten kleinen Teichen mit einem hohen Futtereintrag, kann das sogar die Lebensversicherung für Ihre Koi sein. Weil Sie glauben gar nicht, in wie viele Teichen es immer wieder zu sogenannten Säurestutzen kommt. Wie kommt es zum Säurestutz? Ganz einfach, die Filterbakterien plus die Algen entkarbonisieren das Wasser. Das heißt, sie ziehen die Carbonathärte aus dem Wasser und wenn die nicht permanent nachgeschoben wird, dann fällt der pH-Wert immer weiter, immer weiter, immer weiter, bis er irgendwann mal unter 6 ist. Dann wird es für die ersten Fische kritisch, unter 5,5 wird es für viele kritisch und unter 5 wird es dann praktisch für alle kritisch. Und das kann natürlich passieren, man hat viel gefüttert, man geht in Urlaub, vor dem Urlaub hat man vielleicht nicht mehr die Zeit, nochmal schnell den Filter zu putzen oder den Teilwasserwechsel zu machen oder das Wasser aufzuhärten. Dann ist man 2 Wochen im Urlaub und bis man zurück ist, hat sich dann die Situation so verschlimmert, dass am Ende der pH-Wert abgestürzt ist. Und wir haben diesen tiefen pH-Wert haben wir schon bei vielen Anlagen, die wir bei unseren modernen Koi-Blocks bei Kunden gedreht haben, haben wir diese tiefen pH-Werts unter 6 schon mehrfach diagnostiziert. Und das kann Ihnen eben nicht passieren. Das ist wie wenn Sie eine Sauerstoffflasche bei Stromausfall neben dem Teich stehen haben, wo ein Ventil aufgeht, wenn kein Strom mehr da ist, der Sauerstoff reingeht. So ist das eine Lebensversicherung für den pH-Wert. Das von der Richtung in Sachen Säuresturz nichts passieren kann. Und darum kann ich das eigentlich allen nur empfehlen, wenn die Möglichkeit besteht, wenn Überlauf da ist und in der Filterkammer auch noch ein Wasserzulauf ist, Frischwasserzulauf, tun Sie das. Ja?
Und versuchen Sie es erst gar nicht, mit so einem normalen Ventil oder Schraubventil mit sowas hier zu machen. Das funktioniert nicht, das können Sie völlig erden. Gucken Sie, das sind 500 Milliliter pro Minute. Man braucht da wirklich diese Niederdosierventile. Was kostet sowas, Fabian? 10 Euro? Wow, das ist natürlich eine wahnsinnige Investition, muss man ganz ehrlich sagen. 10 Euro ist ein Wort. Wie gesagt, für 200 Euro kriegen Sie dann schon die Teile, wo angezeigt wird, wie viel durchgeht. Das ist natürlich dann Spielerei. Also ich würde, wenn ich das jetzt ganz normal an einem privaten Koi-Teich machen würde, würde ich auch mit Eimerchen und Schläuchchen arbeiten und einmal kurz aufs Handy gucken. Wir daddeln eh den ganzen Tag mit dem Handy und dann können wir das auch noch machen. Aber ich finde auf jeden Fall diesen permanenten Wasserzulauf finde ich gigantisch, auch wenn er nicht in allen Fällen den Teilwasserwechsel ersetzt. Übrigens können Sie, und das macht zum Beispiel Konishi in Japan auch, wenn er sein Wasser anschaut, das Wasser verändert sich ja auch mit der Zeit. Der Futtereintrag, wenn man jetzt einen Teich hat, wo aufgezogen wird, der Futtereintrag kann mitunter mehr werden. Und wenn er einfach sieht, das Wasser wird so langsam müde, es sieht nicht mehr so frisch aus, dann dreht er einfach mal für einen Tag das Ding höher oder für mehrere Tage oder kontinuierlich, dass er einfach dran, dass er mehr Wasser reinlässt. Und wenn er sieht, das Wasser wird zu frisch, weil er vielleicht die Futtermenge runtergefahren hat, dann lässt er auch wieder weniger Wasser zu. Aber Sie werden lachen. Es ist eines, dass die permanente Wasserzufuhr ist eines der ganz wenigen Stellrädchen, an dem man drehen kann, wo man die Wasserqualität kontinuierlich langsam verändern kann. Weil an was wollen Sie sonst schrauben? Am Sauerstoff wohl kaum, Belüftung wohl kaum, am pH-Wert wohl kaum. Sie können auch nicht mal am Futtereintrag. Ihre Fische brauchen einfach bei der Temperatur die Menge an Futter. Kontinuierlich, langfristig betrachtet, ist das wirklich einzige Stellrad, das Ihnen zur Verfügung steht, ist dieses Röhrchen, also dieser kontinuierliche Wasserzulauf und alles andere. Wenn Sie jetzt sagen, okay, man kann ja auch am Filter was verändern, Pumpenleistung verändern, klar, das verändert auch, aber das sind natürlich immer Umbaumaßnahmen und das hier ist eine Managementmaßnahme und meines Erachtens eine, wenn nicht sogar die wichtigste überhaupt. So, jetzt bestellen sich alle diese Niederdosierventile. Wo gibt es die? Bei Amazon. Und da heißen die wahrscheinlich auch so. Das Bild haben Sie jetzt gesehen. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Blog. Ciao.